Freunde des modernen Lebens, heute gibt's mal was Kleines für zwischendurch. Es kommt zwar selten vor, aber manchmal fragt man selbst mich, ob ich wirklich noch nie mit einem Apple-Produkt irgendwelche Probleme hatte. Und meine Antwort darauf ist, na klar, es kommt immer mal wieder vor, dass meine Apple-Produkte auch mich im Stich lassen, aber hierbei ist es in 9 von 10 Fällen meistens auf irgendeinen Software-Schluckauf zurückzuführen und dieser ist in der Regel entweder durch ein Update oder mal durch ein Zurücksetzen des Gerätes dann wieder schnell behoben. Glücklicherweise haben wir ja Backups für unsere Systeme, also im besten Falle. Ausnahmen bestätigen aber bekanntlicherweise die Regel und gerade deswegen ist es unglücklich, dass nämlich gerade ein Apple-Produkt, welches ich jeden Tag in meiner Tasche getragen habe, einfach so im Stich gelassen hat. Darum soll es heute gehen und los geht's. Das Produkt bzw. das Problem, um welches es heute gehen soll, sind meine AirPods Pro, welche ich prinzipiell über alle Maße liebe. Im ersten Jahr war ein Alltag für mich ohne diese fast schon nicht mehr vorstellbar. Es waren meine allerersten Kopfhörer mit ANC, dementsprechend war ich ziemlich gehypt von dem Feature an sich. So klein wie die ging es fast gar nicht, das bedeutet, sie waren im Alltag wirklich immer mit dabei. Musik hören hat tadellos funktioniert, die Implementierung im Ökosystem war Apple-typisch wundervoll und als kleine Kirsche hatten sie noch kleine Pro-Features, wie zum Beispiel das Vorlesen von Nachrichten, wenn sie mich erreichen. Und das auch noch ganz automatisch, ohne irgendwelche Tastendrücke, Siri oder. Nach einer Weile sind mir aber ein paar Veränderungen aufgefallen. Kennt ihr das, wenn ein Fehler in einem Produkt es zwar nicht komplett unbrauchbar macht, euch aber sämtliche Freude raubt, wenn ihr es dann doch mal benutzen möchtet? So ein Problem hatte ich. Zur Erklärung. Ich habe meine AirPods Pro wirklich sehr früh gekauft, beziehungsweise meine Frau hat sie mir gekauft, um sie mir zu schenken, wie dem auch sei. Und es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass gerade die AirPods Pro der ersten Produktionscharge oder sonst noch was dazu geneigt haben, im Laufe der Monate einen kleinen Fehler aufzuweisen. Aber wie zeigt sich das? Am Ende kann ich nur raten, aber von dem, was ich so verstehe, würde ich sagen, dass im AirPods Pro selber, also sowohl in dem rechten als auch in dem linken, nach und nach Einzelteile anzufangen, lose zu werden. Das resultiert in Nebengeräuschen. Am Anfang konnte ich das noch recht gut ignorieren. Lediglich beim Laufen hatte ich bei jedem einzelnen Schritt immer so ein kleines Klick im Ohr. Gut, ich möchte die AirPods Pro weiterhin nutzen, bedeutet also nicht mehr so energisch laufen. Mit der Zeit wurde das Ganze aber irgendwann noch schlimmer. Mittlerweile hat einfach nur auch die Vibration meines Körpers ausgereicht, wenn ich zum Beispiel gesprochen habe, um es so klingen zu lassen, wie als wenn man eine nasse Plastikfolie von einem richtig fetten Subwoofer hält. Und wer dieses Geräusch kennt, der will das nicht im Ohr haben. Gut, ich wollte die AirPods Pro weiterhin benutzen. Das bedeutet, einfach die Klappe halten beim Musik hören. Mit der Zeit wurde dieser Effekt aber so stark, dass selbst die Vibration der abgespielten Musik zu eben diesen Störgeräuschen führte. Und ich musste mich geschlagen geben. Aber Manoa, höre ich euch sagen. Warum tauscht ihr die Dinger nicht einfach um, wenn sich diese Fehler doch schon mit der Zeit herauskristallisiert haben? Und hier muss ich leider sagen, bei anderen Leuten treten diese schon nach wenigen Monaten auf. Bei mir war es aber wirklich erst nach knapp einem Jahr, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also, naja, außerhalb dieser schnellen Umtauschgarantie. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin halt einer derjenigen, der nicht sofort bei jeder kleinsten Macke oder bei jedem kleinsten Fehler sofort in den Apple Store rennt, nur mit der Hoffnung, eventuell doch ein Austauschgerät zu bekommen. Zunächst hatte sowieso nur der rechte Stöpsel diese Fehler, das heißt, ich konnte es noch so ein kleines bisschen kaschieren, indem ich meistens den linken genutzt hatte, aber irgendwann war da genau das gleiche Fehlerbild im ziemlich gleichen Zeitraum. Und ab dann war das Thema AirPods Pro für mich eigentlich gegessen. Bedeutet, ich habe sie so gut wie gar nicht mehr genutzt, hier und da irgendwann mal, aber bloß nicht zum Telefonieren, weil die Störgeräusche beim Sprechen eine Katastrophe. Bis gestern zumindest. Denn da bin ich per Zufall über einen Artikel gestolpert, in dem es hieß, dass Apple dieser Fehler bekannt ist. Bedeutet, die Garantie für den Umtausch der AirPods Pro wurde verlängert. Das bedeutet, ich habe noch eine Chance. Also habe ich sofort meine Gelegenheit genutzt und einen Termin bei Apple gemacht. Zum Begutachten und hoffentlich Austauschen der beschädigten Geräte. Für morgen. Bedeutet, ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie es gelaufen ist, deswegen wird jetzt aufgrund der Editing-Magie für euch ein kleiner Zeitsprung erfolgen. Los geht's! Was zum... Da ist was schiefgelaufen. Ich würde sagen, in meiner Rumpelkammer haben wir nichts zu suchen. Los geht's! So, bessere Perspektive. Freunde des modernen Lebens, ich bin zurück und... Moment. Ihr hört nichts, aber egal. Hatte schon lange keinen Tipp der Woche mehr. Ich habe gute Nachrichten zu vermelden. Und zwar, es hat funktioniert.
alles so wie geplant. Der Apple Store war super kulant. Ist man kulant, wenn man Gewährleistung erfüllt? Ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, alles total easy. Termin gebucht, rangegangen, war ein bisschen zu früh, aber ist manchmal so. Und der Umtausch war gar kein Problem. Ich habe mich an den Tisch gesetzt, die haben ein, zwei Diagnosen durchgeführt und der Rest ist einfache Geschichte. Das Einzige, was jetzt noch folgt, ist quasi simple Apple-Magie. Bedeutet, ich muss die alten aus meinem Account, aus meinen Geräten rausschmeißen, wie auch immer, und dann die neuen paaren. Und jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß, wie einfach das sein kann. Moment, sind es jetzt Hugin oder Munin? Hugin. Jeder, der es errät, woher es kommt, kriegt ein automatisches Herzchen in die Kommentarsektion. Ja, Gerät ignorieren. Ich musste dafür extra das Bluetooth von meinem iPhone ausschalten, weil sonst würde wahrscheinlich die Videoaufnahme immer wieder unterbrochen werden. Verbinden. Was habt ihr so gemacht am Wochenende? Komm. Ja, ja, überspringen. Später. Und das da eben war gerade auch schon wieder ein richtig cooler Punkt, warum ich mich drauf gefreut habe, dass... Ah ja, sind da. Dass meine AirPods Pro nun endlich wieder so funktionieren, wie sie sollen. Denn im Laufe der Zeit kamen mir immer irgendwelche Funktionen hinzu, welche nur von eben diesen oder halt den AirPods Max genutzt werden können. Wie zum Beispiel Spatial Audio in sämtlichen Wiedergabemedien, zum Beispiel bei Apple TV Plus oder manche Sachen auch von Disney Plus oder irgendwie sowas. Und ich bin ehrlich, ich habe es halt wirklich gerne damit genossen, einfach mal Filme zu gucken und dieses räumliche Erlebnis zu haben, aber es hat halt einfach nicht funktioniert, weil das Audioergebnis mit den AirPods Pro einfach nicht mehr gestimmt hat, eben wegen diesen Nebengeräuschen, die dabei existiert haben. Naja, wie dem auch sei, das soll es von mir im Prinzip auch schon gewesen sein. Ich wollte euch ein kleines Update geben und vielleicht hilft euch das ja, wenn ihr eventuell mit euren AirPods Pro das gleiche Problem haben solltet wie ich, also solche Nebengeräusche, und eure AirPods Pro von vor Oktober 2020 sind, dann schaut vielleicht mal nach, ob auch ihr vielleicht dieses Problem habt. Apple kann das relativ gut diagnostizieren und es geht wirklich schnell. Ich bin froh, dass es bei mir funktioniert hat und jetzt kann ich endlich wieder ein kleines bisschen mehr meine AirPods Pro genießen. Also dementsprechend, allerbeste Grüße von der grünen Wiese, danke, dass ihr hier wart und bis zum nächsten Mal, euer Manoah.